Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu bist, hallo, ich bin die Luzi und heute zeige ich euch, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon erkannt habt, meine in meinem veganen Monat herausgefundenen liebsten Ersatzprodukte, die ich jetzt so für mich gefunden habe, bei denen ich sagen würde, dass das Produkte sind, die für jedermann was sind. Also auch für Leute, die nicht vegan sind, für Leute, die Ersatzprodukten vielleicht sogar ein bisschen skeptisch gegenüberstehen oder die sonst eigentlich sich ganz normal ernähren und sogar Fleisch essen. Ich glaube... Was ist denn hier los? Entschuldigung, aber das geht gar nicht. Ich zeige euch jetzt die Ersatzprodukte, die ich diesen Monat ausprobiert habe, die mir wirklich gefallen haben und nenne vielleicht auch ein paar, die mir nicht so gut gefallen haben. Let's go! Als allererstes fange ich jetzt mit Milchersatzprodukten an und da kann ich gleich an oberster Stelle schon mal gleich raushauen. Ich liebe alles von Alpro. Ich trinke schon relativ lange eher selten noch Kuhmilch und esse auch sehr, sehr gerne Sojajoghurt in meinem Alltag oder irgendwelche Sojapudding-Sorten, weil mir das sehr gut bekommt. Und da habe ich mich schon so ein bisschen durch das Alpro-Sortiment durchgekostet, getrunken. Ich finde wirklich, dass das die beste Pflanzenmilch ist, die es da draußen geben kann. Egal, ob das jetzt die Sojamilch ist oder die Mandelmilch oder die Kokosmilch oder die Hafermilch. Ich finde bei Alpro echt alles ziemlich gut. Mir persönlich schmecken sie besser. Sie schmecken qualitativ hochwertiger als andere, die ich bis jetzt probiert habe. Obwohl ich auch sagen muss, die Eigenmarke von DM macht teilweise auch sehr, sehr gute Pflanzenmilch. Aber besonders gerne mag ich bei Alpro die Mandelmilch oder die Sojamilch und die Soja-Vanillemilch. Ich habe ganz lange Zeit Probleme mit Sojamilch gehabt. Meine Mama hat die immer getrunken und ich fand irgendwie, dass die eklig schmeckt und seltsam. Mittlerweile habe ich mich auch sehr an den Geschmack gewöhnt, aber... Dann habe ich immer erstmal den Übergang gemacht mit, dass ich die Vanillemilch getrunken habe, weil die einfach wie Vanillepudding schmeckt. Ungelogen, die Vanillemilch von Alpro schmeckt wie Vanillepudding. Dann irgendwann habe ich die normale Sojamilch gekauft und festgestellt, dass die genauso geil schmeckt. Wenn wir schon gleich bei Alpro sind, dann komme ich gleich zum nächsten Produkt und das ist der Skyr von Alpro. Der Skyr. Warum mache ich das? Der schmeckt sehr, sehr gut. Der hat eine geile Konsistenz. Der erinnert mich sehr an amerikanischen Joghurt. Als ich in den USA war, fand ich den Joghurt dort, den griechischen Joghurt, immer so lecker. Und dachte mal, der ist nicht so wie in Deutschland. Griechischer Joghurt hier ist sehr fett. Und da war er fluffig, aber war trotzdem quarkig. Und genau so ist der Alpro Skyr mit Vanille. Auch sehr lecker finde ich den Schokopudding von Alpro. Das habe ich immer mal bei mir zu Hause rumstehen, weil man den halt sonst wo lagern kann und nicht im Kühlschrank und der nicht schlecht wird. Der lagert sich halt einfach jahrelang, was mega convenient ist, weil dann kann ich immer Schokopudding da haben. Aber sehr, also der hat schon noch einen sehr krassen Soja-Eigengeschmack. Und welcher Joghurt es nicht hat, ist der von Louvre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die ausspricht, aber der Schokopudding, der schmeckt sehr, sehr lecker. Was ich auch schon eine ganze Weile benutze, und zwar seit dem Video, wo ich es das erste Mal ausprobiert habe, ist Sojasahne. Ich finde es himmlisch. Ich finde, es schmeckt super gut. Man kann es auch einfach zu Hause rumstehen haben. Es muss auch nicht gekühlt werden, hält sich sehr, sehr lange, hat eine mega geile Konsistenz, ist ein bisschen dickflüssiger als normale Sahne und das finde ich zum Kochen mega geil. Gerade wenn ich irgendwie so eine Pilz-Sahnesoße mache, dann finde ich Sojasahne viel besser als normale Sahne. Und besonders die von Alpro finde ich wieder sehr gut. Ich bin einfach ein kleiner Alpro-Fan, by the way. Ich bin nicht gesponsert von irgendjemandem. Aber auch die von Profamel und von Alnatura habe ich ausprobiert und ich finde die alle sehr gut. Profamel schmeckt noch ein bisschen anders als die von Alpro, aber sind trotzdem alle sehr lecker. Was ich in meinem veganen Monat jetzt auch ausprobiert habe, ist veganer Feta-Käse. Das hatte ich nämlich mal irgendwo gesehen und dachte so... Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt, weil ich liebe Feta-Käse. Vor allem in so einem schönen Salat mit rote Beete oder so ein griechischer Salat. Das finde ich einfach richtig lecker. Und dieser Feta-Käse hat tatsächlich in meinen Augen, in meinem Mund, genauso geschmeckt wie normaler Feta-Käse. Die Konsistenz war dieselbe, er war sehr fest. Also ich glaube, er ist ein bisschen fester gewesen als normaler Feta. Er zerkrümelt auch nicht, er bleibt in Stücken, aber der Geschmack war... Honestly, genau das Gleiche. Gehen wir direkt über zu den Fleischersatzprodukten, denn da habe ich auch eine relativ lange Geschichte hinter mir und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Und manche Dinge mag ich und manche mag ich überhaupt nicht. Ich fange mal an mit den Dingen, die ich richtig gerne mag. Und zwar jegliche Art von Chicken Nugget oder Schnitzel etc. von der Rügenwalder Mühle. Die sind richtig gut gewesen, habe ich auch in meinem veganen Video gesagt, dass das für mich genau gleich schmeckt und ich super lecker finde.
und auch definitiv öfter konsumieren werde. Da habe ich auch verschiedene ausprobiert. Zum Beispiel hatte ich auch ein paar Nuggets von Kaufland, von der Eigenmarke von Kaufland. Die waren auch sehr, sehr gut, fand ich. Die waren noch ein bisschen anders als die von der Rügenwalder Mühle, aber trotzdem gut. Und dann hatte ich noch ein paar von Netto und war erstmal so erstaunt, wow, Netto hat Nuggets, vegane Nuggets. Aber die gingen gar nicht. Die haben einfach nach Cardboard-Box geschmeckt. Das war wirklich wie auf Papier rumkauen, so ein bisschen. Hatten gar keinen Geschmack, die Panade war nicht lecker. Also die kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Was ich auch ausprobiert habe, sind ein paar verschiedene Fischersatzprodukte. Die Fischfingers von Fantastic, die sind wirklich lecker und schmecken in genauso wie Fischstäbchen. Und ich habe auch mal so einen Fischburger gegessen von, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Marke hieß, aber den hatte Mirella empfohlen und der hat auch wirklich genauso wie Fischstäbchen geschmeckt und war mega lecker. Ich kann ihn nur empfehlen. Und jetzt erzähle ich euch kurz noch, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und das ist diese typischen Fleisch-Fleisch-Ersatzprodukte wie veganes Hackfleisch. Habe ich das von Lidl schon probiert. Ich habe auch verschiedene Patties aus Edeka und allen möglichen anderen Läden schon gegessen. Und auch Beyond Burger und auch mal im Restaurant schon mal sowas ausprobiert. Und ich finde, dass die immer alle gleich schmecken. Auch wenn die noch so unterschiedlich sind und manche sagen, der schmeckt lecker und der nicht. Ich finde, die schmecken alle gleich und haben einen sehr speziellen Eigengeschmack. Es schmeckt, wenn ich an den Geschmack nur denke, bin ich schon so. Kommen wir nun zu Brotaufstrichen. Ich esse sehr, sehr viel Brot, immer und überall, zu jeder Zeit, morgens, mittags, abends und habe da auch immer irgendwas drauf. Ich fange mal an mit den süßen Aufstrichen. Ich bin eine ganz Süße. Ich bin eine Süße. Wie war denn der von Emmy Göring? Der Emmy Göring-Monolog ist das. Ich bin eine Süße. Oh Gott. Ey, ich habe manchmal Schauspielschule-Flashbacks. Das ist nicht gesund. Anyways, ist auch noch gar nicht so lange her, was rede ich. Was ich mega, mega liebe, wirklich, ich könnte das löffeln, pur löffeln, ist jegliche Form von Mandelmus. Ich habe auch schon immer gerne Erdnussbutter gegessen, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich die Erdnüsse nicht ganz so gut vertrage. Und Mandelmus ist einfach so geil. Das einzige Problem bei Mandelmus ist, dass er wirklich sehr teuer ist. Dann kostet das Glas immer so 6, 7 Euro und dann bin ich immer sehr traurig, wenn ich es so schnell aufesse. Aber der von Alnatura ist mega empfehlenswert. Ich esse immer gerne den braunen, weil ich das irgendwie mag, dass er so rustikal ist. Ich habe aber auch noch ein paar andere Marken ausprobiert und ich finde, dass er eigentlich immer überall sehr ähnlich schmeckt. Ich meine, es sind einfach nur Mandeln. Da kann nicht viel anders sein, finde ich. Die nächste Sache ist Honig. Ja, das ist veganer Honig. Den hatte ich ja zu Weihnachten geschenkt bekommen und der besteht aus Gänseblümchenextrakt und ich finde, er schmeckt tatsächlich wie Honig. Auf dem Brot und auch im Tee, was ich ja immer, ich mache Honig sehr gerne in Tee, schmecke ich keinen großen Unterschied. Das Glas kostet so 4-5 Euro. Ich finde, das ist ein total guter Preis für ein Glas Honig. Also vom Imker kostet das genauso viel. Deswegen finde ich den sehr empfehlenswert. Der Curry-Papaya-Mango-Aufstrich von Alnatura ist ein stabiler Favorit in meinem Kühlschrank. Den habe ich eigentlich immer da. Mein Freund liebt den auch. Der schmeckt einfach mega lecker. Den esse ich halt wirklich schon seit Jahren. Habe ihn immer wieder da. Er ist mega lecker. Man muss ihn mal probieren. Wenn man auf so Curry und auf so ein bisschen süß steht, dann ist das auf jeden Fall was für einen. Jetzt wird es schwierig, weil ich habe verschiedene Frischkäse ausprobiert in meinem veganen Monat jetzt. Ich hatte erst den von Simply V mit Gartenkräutern und dann hatte ich den von Oatly, einfach nur Natur. Da ist meine Meinung so ein bisschen zwiegespalten. Der von Simply V war auf jeden Fall gut. An den habe ich mich relativ schnell auch gewöhnt, wenn ich so noch was anderes drauf hatte. Nur den Frischkäse auf meinem Brot, das war nicht so mein Ding, weil der Geschmack schon speziell ist und einfach ganz anders als Frischkäse schmeckt. Der von Oatly, da muss ich ganz ehrlich sagen, den verwende ich jetzt zum Kochen. Zu guter Letzt gucken wir uns ein paar Süßigkeiten an. Und da bin ich zum Beispiel auf Schokolade von Rapunzel gestoßen. Ich habe schon verschiedene vegane Schokoladen vorher probiert. Zum Beispiel habe ich auch die, die aus Mandelmilch sind. Mandelschokoladen schmecken sehr lecker. Oder Nuss-Nougat-Schokoladen, vegane, finde ich auch, dass die sehr, sehr gut schmecken. Obwohl mir da oft das Schokoladige fehlt. Weil die dann doch schon so ein bisschen bland schmecken. Also nicht so richtig nach Schokolade. Aber die von Rapunzel fand ich wirklich sehr, sehr gut. Die haben absolut schokoladig geschmeckt. Da hatte ich einmal die Kokosvariante und einmal mit Pfefferminze. Und die haben einfach ganz normal geschmeckt. Meine allerliebsten Kekse so aus dem Drogeriemarkt sind die von Alnatura, glaube ich auch. Die Dinkel-Schoko-Kekse. Aber diesmal habe ich welche von Veganz ausprobiert. Die waren auch es war ein heller Keks und eine Schoko-Keks und eine Schokocreme dazwischen. Und die haben mich abhängig gemacht. Die waren wirklich so lecker. Ich dachte erst so,
Na, mal sehen, nach was die jetzt wieder schmecken hier. Aber die waren so geil. Die waren so richtig... Ich konnte nicht aufhören, die zu essen. Wenn ich einen Keks gegessen habe, dann musste ich noch einen anderen essen. Und die waren auch so richtig groß. Das waren so richtig große, fette Kekse. Eigentlich hätte da einer schon immer gereicht, aber ich konnte immer nicht aufhören. Eine Sache, die ich immer, immer, immer esse, wenn ich im Bioladen bin, dann kann ich daran nicht vorbeigehen, sind die Riegel von Rapunzel. Und zwar im Spezifischen der Kokosriegel und der Ayurveda-Riegel. Ich könnte mich in den Kokosriegel reinlegen. Er schmeckt richtig kokosig, er ist latschig, er ist süß, aber nicht zu süß. Oh, und ich habe auch schon diesen Kokosriegel, habe ich schon mehreren Leuten empfohlen, die sowas normalerweise gar nicht essen. Und die fanden ihn auch mega geil. So, das waren jetzt alle meine veganen Lebensmittelersatzprodukte, die ich euch empfehlen konnte, die ich diesen Monat kennengelernt habe oder aber auch schon eine ganze Weile kenne. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer allerliebstes Ersatzprodukt ist oder generell veganes Produkt. Ich probiere mich da gerne immer weiter aus und durchforsche so den Supermarkt, die ganzen Supermärkte, gucke, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt und sortiere danach, was ich in meinen Alltag einbauen kann. Aber jetzt, da ich das gesagt habe, schön, dass ihr wieder hier gewesen seid. Es freut mich immer sehr, dass ihr da seid und mir Kommentare da lasst, die freundlich sind und einen Daumen nach oben, darüber freue ich mich auch immer sehr. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr mich immer wieder sehen wollt und dann seht ihr mich montags und ab und zu auch mal am Freitag zu einem Film Freitag. Seid nett in den Kommentaren, seid nett zu euch gegenseitig, bleibt gesund und bleibt glücklich und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.